Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ooh, tryna call you telly. Es ist soweit. Wir gehen in die neue Saison. EA Sports FC 24. Zum allerersten Mal heißt es nicht mehr FIFA. Es gibt ein paar Änderungen. Eligella geht rein und guckt sich den ganzen Lachs an. Ich habe gestern mir kaum Streams angeguckt. Nur von Willi ganz kurz. Also ich war ganz kurz bei den Teasies und bei Broski drin, kurz. Aber ich weiß nicht wirklich, was auf uns zukommt. Wir werden viel Menü streamen. Wir werden Packs aufmachen. Wir werden Team bauen. Wir werden gegen andere YouTuber, Streamer spielen. Am Anfang halt, ne? Wir haben das Spiel netterweise 2 Tage vorher bekommen, von EA auch. Da geht Liebe raus, vielen lieben Dank. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie sie irgendwelche Spielsachen in-game oder so. Ich gehe da jetzt völlig random rein. Wir gehen rein! Komm auf, Jello, komm auf, Jello. Ich habe übrigens eine neue ID. Da werden sich ein paar aufregen. Gotti Jelly! Jello. Und damit gehen wir auch in eine neue Ära. Ich finde das Menü extrem geil, ist voll schnell irgendwie. Zeig mal her. Wow! Zack, zack, Neuigkeiten, Ziele, spielen. Ich muss da nicht nach unten, sondern ich muss nur X drücken, oder was? Zack, zack. Ah, okay, ich muss nicht nochmal nach unten. Ich hole mir jetzt sofort Richard. Ach, ich habe keine Coins. Richardison 80. Es gibt keinen Richard? Okay, jetzt müsst ihr mir einfach zuhören. Der wird hochgehen. Der wird 5 Sterne. Guck mal, wie geil er guckt. Mucho gusto. Aber es gibt ein F und zwar ist Willi nicht an dem FIFA drin. Ah, das bricht mich. Da habe ich keine Rechtsverteidigerseite jetzt. Niklas, es gibt keinen Willi. Wohnt schon so... Ja, Licha Lehmann, ne? Sag mal her. Ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen, so die Stats von dem mir anzugucken. 92 Pace, die rennen dir alle weg, ich sag's dir. Xavi Simmons. Oh, was? 1200? Ja, okay, ich werde so rein investieren, Chat. Heute wird der Trading Jello zurückkommen. Boah, wie geil es ist, sich so die ganzen Sachen anzugucken. Wurde schon Icons gezogen? Ja, safe. 3 Stück. Cassias. Müller. Hamed Loco hat Sola gezogen. Vereinsname, klassisch. So, Delay Sports. Okay, wir gehen rein, Chat. Alles anspannen, erstes Pack. Jetzt zeigt sich, in welche Richtung diese ganze Saison gehen wird. Erstmal Vorschau-Pack, weil wir schlau im Leben sind. Das zählt noch nicht. Okay, Deutsch. Okay, ZOM, woran erkennst du Walkout? Ha! Reus! Ne. Dortmund wird Meister. Das ist es. Das ist das Zeichen. Es wird sich jetzt hier auch zeigen, ob man Noob-Vorteile hat während diesen ganzen Packs. Ich habe nämlich einen neuen Account. Ob das hier ein Noob-Vorteil ist. Please give me a coffee. Spanien? Woran erkenne ich hier Walker, Bro? Ja, lass los. Wo muss ich drauf? Das weiß noch keiner. Man weiß es nicht. Man erkennt es nicht. Mein Doppelsturm wird Ham und R9. Safe. Italien? ZM? Verratti? No. Nee. Barello. Nee, wie heißt der? Ach du Scheiße. Fratessi. Also ne, ich bin Barella. Ich hol mir Richarlison, ich wollte gerade gucken, wie teuer der ist. Richarlison! Oh, komm her. Komm. 5200 bezahle ich. Was? Mir fehlen 7 Coins. Mach jetzt mal schnell ein Pack auf. Schnell skippen, scheiß drauf. Ja, Weige, Julian, erzähl's. Setz dein Friseur. Oh. Nee, oh, ist schon wieder Kacke. Der erste Schritt Richtung Glück. Das ist wahre Liebe. Richarlison und ich haben so viel mitgemacht. So viele Zuschauer wissen gar nicht, was hier abgeht, ne? Scrollt einfach mal weit genug runter bei Richarlison, bei seinen Bildern, auf sein Instagram und guck mal, wer auf seiner Wade markiert wurde, wer nach dem Liverpool-Spiel markiert wurde. Guckt euch mein Intro an. Wir lieben uns. Das Wichtigste ist getan. Ich markiere ihn auch wieder. Er wird mich in seiner Story reposten, sobald ich hier sitze. Verbreitet es. Er wird mich reposten. Das ist ein Zeichen der Liebe. Wenn er mich repostet, dann lieben wir uns. Haben wir uns früher geliebt in unserem Leben. Er wird mich reposten. Er hat schon gerepostet. Nein. Das ist nicht möglich. Ich schwör's euch, Chat, ihr versteht das nicht. Ihr versteht das alles gar nicht. Ihr versteht das nicht. Ihr versteht nicht, dass wir uns lieben. Er ist ab im 34. Monat. Er schaut gerade den Stream. Hello, hello, hello. Mucho gusto. No way. Oh, doch. Und da guckt der blöd aus der Wäsche. Der ist 100% Sub. Der hat mir mal ein Video geschickt, wo er... Warte mal. Digga, der Chatverlauf, ne? Er hat mir mal so ein Video geschickt mit Gott. Das ist dieses... I really appreciate it. Love you, man. I love you. Gott? Yes. Smiley. Flamme. No longer available. Come to BVB? Dann hat er mir Dissi geschrieben.
Hey. Er hat gerade mir jetzt, guck mal, er hat mir ein Bild geschickt, wie er Stream guckt. On YouTube. Mit wenig Akku sogar. Chat exclude para inskirios. Oh, er ist nicht mal Sub, der Bre. Und dann habe ich ihn markiert und er hat mich direkt gerepostet nach einer Minute. Ihr versteht das nicht. Meine Evolutions. Verfügbare Evolutions. Kann ich das mit meinen Spielern machen? Du kannst Ricciardo für ein Evolution machen. Ich mach mal so, ich mach ein paar Packs auf, dann hol ich mir meine Trikots und so ein paar Sachen einfach. Dann würde ich auch mal irgendwann in den Draft reingehen. Ich will gucken, wie das Gameplay ist. Also jetzt, da weißt du halt nicht immer so, Deutschland, ZDM, Leverkusen, Andres. Oder wie? Ja. Andres. Das ist ein Jürgenburger übrigens. Oh, lass mich mal einmal doll absaften. Innenverteidiger England. Oh! Stones, der muss doch safe hoch bewertet sein. Gut. Habe ich vergessen. Da gibt es ja bestimmt dann verrückte Sachen teilweise. Dass man so übelst geprankt wird, oder? Wer bist denn du, Huten? Hutschen! Dich wollte ich doch gar nicht sehen, Bro. Oder Sis. Wer ist das? No, ja, Digga, ich denk so, hä, Digga, wer soll es sein? Karl! Das Problem ist, es gibt nur diese Much 7,5 K-Packs. Gute Starterkarte. Ich sag euch, Chat. Tschüss! Oh, ich dachte kurz. Ganz kurz. Oh, gib mir mal irgendwas. Frankreich in Verteidigung, da kann es scheppern. Da kann es scheppern. Bock. Kopfballpräzision 88. Faire Zweikämpfe 90. Du kannst sein, dass ein Bock in meinem Starterteam kommt. Ja, können wir jetzt hier mal irgendwie mal ein bisschen was? Können wir mein erster Walkout? Ey, wenn mein erster Walkout Palermo ist, ich schwör's dir, ich deinstalliere das Spiel. Wie kann man das Game herunterladen? Ausrufezeichen Prime erstmal. Ach, hier, guck mal. Ist das Kuli? Kuli Bali, mein erster Walkout. Nee. Bist du kein Walkout mehr, Kuli? Oh, aber den hast du trotzdem noch. Kuli Bali, weiß nicht, was der kosten soll. Mal irgendwas, was ein Zehner hat, weil so einen lockeren Zehner lags. Gabi? Nein! Nein! Ey, wenn mein erster Walkout Palermo ist, ich schwör's dir, ich deinstalliere das Spiel. Wir leben in einer Simulation. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Letztes Jahr war es doch schon genug. Was möchtest du von mir? Mit deinem 49 Pace. Keiner möchte dich ziehen. Ich kann das mit dem nicht mehr so. Ohne Witz, ich kann das mit ihm nicht mehr. Komm mal. Warte mal. Das war anders. Hä? Oh. Ja, das sieht anders aus alles. Mann, Alter. Lass mich ein Brett ziehen. Edi, schau mal. Ja, aber irgendwie. Warte. Digga, es ist so krass. Dann will ich in Squad. Nicht in Squad Battles. Wie heißt es? In Food Draft. Toni Kroos? Ja. Ich schwör's dir, OP-Karte für den Anfang. 76 Tempo, 81 Schuss, 84 Pass, 86 Dribbling. Sie wird nicht groß sein wahrscheinlich. 1,71. Wie teuer bist du, Sarah? 12k, weißt du was, Sarah? Ich treib den Preis mit dir hoch. 16,5, so sag ich. Ich treib den Preis hoch. Ey, was ist dein bestes Investment bis jetzt? Kann ich dir zeigen? Cristiano Ronaldo! Ramos! Der ist gut, glaube ich. Was? 80? 1000 kostet der? Warum? Frankreich, Torwart, Hugo Lloris, Mike Dunn, Walkout, 87. Und da ist die Nummer 2. Und für die neuen Zuschauer hier, oder die nicht... Haaland! Oh, Ödegaard! Ja, wie eine 1. Mach fertig. Alter, ich dachte, ich hab gerade Haaland gezogen, ne? Ödegaard, was kostet der? Was wird der kosten? 5 Sterne Skills hat er, oder? Dritter Walkout, zack. Bisschen wird der kosten, auf jeden Fall. Ey, du musst aufpassen während der Weekend League, ne? Warum? Falls du da in der 90. Minute ein Gegentor kassierst von einer bestimmten Person. Ja, check ich. Ich bin auch aufgestimmt gerade. Broski hat schon erklärt, dass er die trotzdem F-Wort nennt. Ja, also ich hab auch immer meine Spieler halt beleidigt. Oh, Cristiano Ronaldo oder wie? Oh, André Silva. Wie geht's dir so?
Was hast du? Ich zieh Packs, Bro. Was war erster? RTG aber? Ja, ist RTG-Account. Bei mir auch. Bei mir ist RTG Plus. Ja, was ist Plus? Was heißt das? Plus. Also es gibt ja auch Beispiel, also es gibt ja Coca-Cola, Coca-Cola Light und Coca-Cola Zero. Ja. Da gibt es zum Beispiel RTG, dann gibt es RTG Plus und RTG Plus Plus. Ja. So muss ich das vorstellen. RTG plus paar Tausender, schreibt mein Chat. Warum leckt es denn jetzt wieder, Chat? Jetzt hat ihr euch ja Nassen um. Auch in die Höhenfolge. 90. Bruder von, ich kenn sie nicht mal, Bruder. Ich kenn sie nicht mal, das ist das Ding. Das ist das große Problem bei den ganzen. Bei mir hat auch, ich habe eben mein allererstes Spiel gemacht. Ich habe eben eine Frau in der Verteidigung hat einfach meinen Haaland so weggetackelt. Die hatte die Physis, das war unglaublich. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Was meinst du, wie die Leute ausrasten werden, wenn da so eine 1,60 große Frau Kopfballduell im Strafraum gewinnt? Bruder, ich habe gestern Speed in Spielen gesehen. Ja, ist auch geil. Oh, 200k. Was? Wen hast du gezogen? Rashford. Digga, der ist übel geil. Den gönn ich dir voll, Bro. Na, was geht, Jungs? Was geht, Bro? Will jemand hier Wette? Wie sieht's aus? Ja. 10 Naschis rein? Ja, komm. 10 Naschis, ja. Wie viel? Wir machen bis halb. Ja, bis halb. Wer den höchsten zieht vom Rate? Ja, ne? Ja, egal ob männlich oder weiblich, right? Ja, okay. Aber lass doch mal 20 Naschis in den Pott schmeißen. 10 ist echt boring. Ja, gut, dann 20. Wir können ja machen, wir sind zu viert. Die letzten beiden an den ersten beiden, weil falls einer so direkt 88 hat, ist langweilig, weil die anderen okay. Ziehen. Also die ersten beiden kriegen von den letzten beiden. Was ist das hier? Ist auch 83 Sperre. Bei mir 82. 84er. Oh, das könnte. Timo Werner, 82, der nächste Jürgen Vöger. Komm in den Verein. Micky hat vorgelegt, 88er. Ich hab vorgelegt. Was lag? Einmal Kroos 86 und Fernandes 88. Bruno Fernandes. Gordon 80 Pace? Haaland machst du nichts verkehrt. Sarah Gordon 80 Pace? Wenn die Frau da im Tor 1,60 groß ist, kommt die da trotzdem oben an die Latte ran? Nee, die kommt an andere Latte ran. Kommt, hab ich auch gerade sagen. Aber Eli, hast du schon mal gespielt? Ich hab gehört, es ist langsam. Ist langsam? Oh, Nana 85. Ich ziehe gleich. Okay. Frank, ich könnte es scheppern. USA. 87, Lavela! Meine Fresse! Gib mir meine verfickten Giftsubs! Ja, Rose Lavela, sofort her, mit Liebe nehme ich sie. Oh! Boah, Schock. Ja! Irene Paredes, schon immer an sie beliebt, 88. Oh mein Gott. Da kotze ich auch wieder im Strahl. 88. Das ist die Weltfußballerin geworden? Ich kenne die Karin nicht, ist mir auch scheißegal. Sie bringt mir aber nach aktuellem Stand der Dinge 20 Subs, Digga. Wenn, also, da mache ich jetzt mal einen Call. Ja, es wird ja immer in den Medien davon berichtet, Gleichberechtigung, da muss sie sich auch mal als Schlampe beleidigen lassen oder als Hure. Ja, das machen wir ja mit den Männern genauso. Also muss die Frau im Stream auch daherhalten, wenn die mir ein Ding reinknallt, dann wird die auch beleidigt von Abs. Die wollen gleich behandelt werden, dann mache ich das auch. Alles gut. Er sagt, dann muss sie auch mal herhalten. Also muss sie das tanken, so nach dem Ja, Moment, ne? Klar. Weißt du, gegen wen Bayern heute spielt? Ja, gegen United. Sehr gut. Das ist stark. Du Wichser, Digga, als ich das nicht weiß, Alter. Wer ist denn naja, ich weiß nicht. Wer ist der junge Stürmer? Alisson 89, fickt euch beide! Was? Was da? Alisson 89, und jetzt fress er. Oh nein. Weißt du, wer heute bei mir in den oder vor ein paar Tagen in meinen DMs geslidet ist und mich gefragt hat, ob ich zum Oktoberfest will, ob die auf die Oktoberfest-Party ist eine sehr bekannte Spielerfrau, aber nicht mehr zusammen. Kathi Hummels! Ja. Yes, Nein. Wie geil! Kathi Hummels wollte mit dir zum Oktoberfest? Ja, also die hat da irgendwo so ein Oktoberfestzelt gehabt. Also. Da hab ich, nö, ist ja nett, dass die Frage, hab gesagt, nö, danke, ich trinke keinen Alkohol, dementsprechend ist für mich das Oktoberfest auch eher ein Fest, wo ich nicht Kannst du sagen, du hast einen dunkelhäutigen Neffen? Dann hast du Azuma. Ich fand halt den gesamten Pain-Arc. Donny Grotz! Geisteskrank heftig. Donny Grotz! Mein Kumpel, Chat. Das ist mein Kollege. Wir sind Arbeitskollegen, er und ich. Wir sind Arbeitskollegen. Messi ist mein Arbeitskollege. Kroos ist mein Arbeitskollege. Wir sind Botschafter von Adidas. Du wickst dir am... Wo wickst du denn dann hin? Na, du wickst dir in deinem Setup ein. An deinem Setup. Hin.
Ja, wo, genau hier. Wo? Hier. Ja, ich habe doch dazu mein Allzweck-Unterhemd. Das habe ich ja immer an. Das ziehe ich dann aus, lege auf den Tisch und dann jalla ins Unterhemd. Also wickst du dir auf deinen Bauch oder was? Nein, im Stehen immer. Du stehst ja, vor deinem Stehen. Setup. Ja. Und wickst genau so. In deinem T-Shirt rein. Ja, genau so. Das ist Standard. Standard. Deine vollgewichsten Unterhemden am Waschen ist, Digga. Ja, wer soll die denn sonst waschen? Ja, Küchenrolle wenigstens oder so. Ja, Küchenrolle weißt du doch auch von Erkältung. Wenn du das zu viel an der Nase benutzt, wird das wund. Willst du, dass mein Pidel wund wird oder was? Ich will Baumwolle an der Eichel, Digga. Es gibt keine Freepacks mehr. Ach, gibt's die nicht mehr? Und was macht man dann in der Web-App? Spielt man sich am Penis rum oder was? Oh, Luka Modric, 87. Ach, oh, scheiße. Luka Modric, 7. Walkout. Brasilien, Sturm, Tottenham. Oh, ne! Ne! No! Noch steigen. Oh. Wir haben alle auf dem Schirm. First Owner Richarlison. 87er Modric hat mich hier im Rucksack. Ja, ist krass. Oh, Jack Grealish. Der ist ja gut. Eidos. Ja, bitte. Sag's ihm nicht. Eidos gezogen. Das Ding ist, ich würde auch gerne Draft machen, weil man da wenigstens einigermaßen... Soll ich mal in den Draft gehen? Mods Abstimmung. Ich gehe jetzt auch in den Draft. Lass gleichzeitig suchen. Ja, lass wirklich. Ich hab wirklich Bock. Also auf 3. 1, 2, 3. Hab keinen. Soll ich starten? Das bist du, mein Bro. Also ich bin weiter. Mann, Digga, das ist ein Free-Sieg für dich, Eli, Digga. Ich drück, ja? Gespielt. Ja, drück mal. Jetzt wird mein Arsch versohlt von dem Mann, Digga. Roji, bist du das? Bist du Slime? Geil. Aber du hast schon ein paar Spiele gemacht, vielleicht, also ich... Oder er ist Trash, Digga. Ist mein erstes Game. Gott, Jono, mein erstes Game. Gegen Roach. Im Food Draft, erste Runde. Boah, die fühlen sich alle voll scheiße an. Gegen wen spiele ich? Wer ist das? Kennt man den? E-Sportler? Was? Wie macht er den nicht rein? Ne, Willi Ball ist Willi Flanke gibt's dieses Jahr. So krank. Hä, Digga, wie schwer ist denn Abschluss? Hä? Er macht's wirklich andersherum. Mit links und rechts. Digga, du warst mal E-Sportler in dem Game, ne? Aber er ist voll komisch für mich mit Dembélé auf dem linken Flügel. Aber er geht nicht, ich kann das immer nur von der... Also das ist mein Spielstil. Ih, Mann. Das ist übelst langsam. Komm her, wie klein sie ist. Ja. Komm her, wie klein. Ich sag dir ehrlich, Ham wird so OP. Mit Eldos? Eldos Shot ist pervers. Achso, nicht Eldos. Anderen Kollegen. Kommt auch aus Österreich, Bro. 1-0, das erste Tor. Sag mal. Oh! Schlenzer gehen, oder was? Like damn, sheer move. Die beste Karte, die ich gezogen habe. Tschüss! Und das ist dann... Und so eine Gegentore kassiere ich dann, Bruder. No! Ja, es ist das Dribbling, Chat. Es ist das Dribbling. Holt euch sofort alle Frauen Starterteams, sage ich jetzt schon mal. Man merkt doch, man merkt direkt, Dribbling ist es. No, da wollte ich Eldershot machen. Sag mal, Ecken? Digga, Dembélé wirkt so krass, Hilfe. Ach, bitte, rede doch mit mir. Digga, die Abschlüsse! Digga, Mann. Bam! Oros! Die ist halt so beweglich, die ist so voll agil. Du, Eddie. So, GG's, erstes Spiel, 4-1 gewonnen gegen Roth im Draft, erste Runde, Leute. Bruder, Eli, ich hol mir gleich einen Bann. Wo steht denn der Name? Ich spiel gegen mich selber. Weiß. Spielen wir nicht? Nee, Bro. Zufälligerweise nicht. Hoffentlich spielst du gegen ihn und fix ihn so hart. Wie heißt denn der? Chat, wie hieß der? Cooperator oder so? Jurisco. Da kommt aber direkt eine Ballrolle und Übersteiger. Oh, nö. Ja, er ist einfach nur ein Pick, schön gesagt. Mein Gegner kann was, ja.
Digga, was ist das für ein Spiel? Es fängt direkt schon an, ne? Wirklich, wie diese Bälle reingehen und diese Aggression, wie die spielen. Er regt mich so auf, wie er denkt, dass er cool ist. Ja, ist leider Noten. Ja, gut. Ja, der Typ ist entweder E-Sport, oder ja doch, müsste E-Sporter sein eigentlich. Allein mit seinen Eldor-Shots, ganzen Notenübersteiger, du Wichser, ich krieg deinen Namen raus. Die regen auf, Digga, Wettbewerbsverzerrung. Ja, genau so. Rohr, Bowl oder Pizza? Aber 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis, Chat. Merkt euch das, dass 2-0 das gefährlichste Ergebnis ist. Ja. Ah. Ich hab so Knieschmerzen. Echt überall Schmerzen, mein Bruder. Mann, Digga, dieser scheiß Wichser! Das ist Wettbewerbsverzerrung! Na. Toll, ich guck mal, ob ich Schafe küchen kann. Ach, Digga, du Hurensohn, Mann! Raus hier, raus hier, raus hier! Der Bastard! Gib mir deinen Namen, du Betrüger! Du darfst das Spiel nicht offiziell spielen! Bei 10 Mal schreiben bewertet er. Ja, ja, also ihr müsst einfach ein bisschen öfter dann. Wenn ihr nicht antwortet, hinterher. Nochmal. Wie heißt er? Weil ich verteile gerade VIPs. Alter! Aus mir in 88! Alter, mein Bro! 88er, da haben wir doch mal hier ein Walkout! Willi, bitte sei leise. Das Lexikon hat gesprochen. Wer ist denn dritte? Wer ist denn dritte? Oh! Ich hab mich selber gezogen. Das, weil man ja keine Packs mehr hat, oder? Nee, bringt nicht so viel. Oh mein Gott. Liverpool. A Trend! Walkout! Boah, ich hab hier gerade ein gutes Ding. Icon ist Blitz K.O. Hero auch, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, dann von plus 2. Sehr schön. Boah, bitte Heuming! Oh! Ne! No! Bitte nicht. Aber es ist unter euch. Ist Heuming Son, aber ist. Der ist teuer, oder? Heuming, das ist safe der teuerste von mir. Ja, müsste. Ich hab's jetzt aber, ich sag's jetzt ganz offen und ehrlich. Ich sag's jetzt für jeden Stream von euch. Ich breche jetzt eine Lanze für euch, okay? Achtung. Hört mir einfach zu. Mhm. An jedem Chat, der zuhört. So. Wir stehen ja wirklich, wir sind ja nette Jungs hier alle im Discord. Und wir stehen ja wirklich für Gleichberechtigung. Wir 100%. Sind ja coole, moderne Menschen. 100%. Aber wir beleidigen seit 10 Jahren plus jeden männlichen Spieler rauf und runter. Der ist ein Hurensohn, der ist ein Nuttensohn, sein Vater stinkt nach Kacke, seine Mutter ist eine Hure. Und die Spielerinnen sind halt auch ein Nutten, wenn die Kacke sind. So. Ja, muss man ja mal sagen. Digga, es gibt TikToks von mir, da rede ich eine Minute lang durchgehend über die Zeugungsgeschichte von Varan. Dass er ein Hurensohn ist, dass er auf dem Hurensohn-Kontinent gezeugt worden ist, aus dem Hurensohn-Land. Sein Vater war auch ein schlimmer Mensch. Okay. So, und da muss man es bei den Frauen auch durchziehen. Weißt du, was mich interessieren würde, Edi? Was die Prämie für Union ist, also für die Spieler. So, was die da absahne. Ja. Glaubst du, es ist so hoch? Ja, geisteskrank. Oh, Stürmer bei Harry Kane oder wie? No! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Der hat auch ganz wilde Calls da drüben auf der anderen Seite. Und da bin ich mit meiner Sahne auf euren Gesicht. Oh, scheiße, wir haben keine Wette gemacht, ne? Hä? Nee. Wollte ich gerade sagen. Nee. Den zieht man viel zu was auf. Inform. Oh, Gurasi, Leute. Gurasi gezogen. Ja. Ey, kurze Frage, ist dir bei der Pizza den Rand? Ja, nein? Ja. Also, wenn ich mich so ein bisschen an Chelsea zurückerinnere, du hast einen Trocken. Ey, ich hab hier was Krasses gezogen! Nein. Ich hab ne Hero! Nein. Ich glaub Snyder! Nein. Ey, Jacoy, nehm ich auch, Digga! Blitz K.O. 20 Subs auf Nass! Ich bedanke mich natürlich auch an alle Subs, die reinkommen. Falls euch der Stream gefällt, gerne auch mit einem Prime rein. Haben fast die 70.000 Subs. Was ist das hier? No! Ja, nur eine kurze Frage. Verkehrt. Nur eine kurze Frage. Ist Yoshi Kimmich scheiße? In FIFA? Kann gar nichts Besonderes sein. FIFA, ja, aber... Das wird er jetzt nicht sein. Nee, gut. Nee, FIFA Kacke. Ist voll krass. Nee, das war jedes Jahr nichts wert. Wo sitzt du denn, Rohat? Das würde ich so leise da hört. Oh, in Form, Sturm. Ey, was ist denn das? Oh, nee, warte. Bitte nicht. Nee, die Baller 87 in Form. Halt die Fälschung. Will ich aber eine Frage. Hast du schon mal während meines Streams? Ja. Und dabei, also mein Stream war an? Der lief. Ist ja ekelhaft. Super. Ist das Feld. Das ist zu viel, Digga. Ich bin mit dir gekommen, Bro. Digga. Ich glaube, ich gehe rein in den Ey, für ein Starterteam Brett Ibanez. Aber was will man mit dem? 4-2, sag ich. Sevilla 1-0. Sorry. Kier, Musiala. Oh, ich hab Alexis Budelas.
Die nehme ich. Kannst du nicht reingehen. Ich will die hier halt eigentlich spielen. Digga, ich glaube, ich gehe gleich in Evolutions noch rein. Das soll eigentlich geil sein, ne? Genau. Also könnte ich mich, wenn ich im Spiel bin, mich auf Gold machen. Kannst dich hoch, da kannst du dich dann auf 84 hochballern. Oh mein und Gott, also Eli, bitte. Theoretisch dann auch, wenn es läuft, irgendwann auch zu einem Toti oder sowas hochspielen. Echt jetzt? Also ja. Hätte ich mir jetzt quasi in diesem FIFA eine 84 hochkloppen können? Direkt jetzt. Ja. Hier, das ist die beste Spielerin hier übrigens. Die hat 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Komm her, komm her. Komm mal her, komm mal her. Oh mein Gott, Digga, die Abschlüsse sind so schwer. Okay. So, da geht's cash every day. Okay, okay. Das sind die besten Spielerinnen. Aber der ist so gut. Mm. Digga, ich hab ein Seilverzieher-Tor bekommen. Mann, von einem Innenverteidiger oder was? Nach einer Ecke. Ist das krank, mit seinen 22 Schießen. Rodrigo. Gut so, gut so. Du warst doch mal E-Sportler, Eli. Du musst es selbst rausfinden, oder? Ah, war extra. Ist so, du musst eigentlich voll gut sein. Ja, ist doch so, ja. Oh! Du warst doch mal ein elektronischer. Ja, guck dir mal an, wie elektronisch mein Tor gerade war. Guck mal hier, Putella. Ich bin so schlecht im Verteidigen, ne? Das ist krass. Bam. Ich krieg jedes Spiel 5 Tore. Aber eigentlich ist es sogar voll smart von EA. Glaub mir, jeder wird diese Putellas nach der Saison hier kennen. Die ganze Fehlerwelt. Digga, ich merke das jetzt schon, dass ich auf einmal irgendwelche Frauen kenne, die ich vorher nie gehört. Ja, Digga, und jetzt macht die Fotze ein Eigentor, Digga! Dich kenne ich jetzt auch! Ja, sehr gut. Wer ist denn das Nuttenvieh? Turner, Digga, 76. Ja, was ist los mit der Chat? Habt ihr das gesehen? Das ist ja bodenlos, Alter. Krach bei mir. Guck dir das Nuttenvieh. Die Torhüter, Bro! Boah, ich hasse mein Team, ich hasse mein Team! Na, es wird so ehrenlos, die erste Weekend wieder, ne? Oh, scheiße, ich werd so gecancelt, Digga. Ja, ich freu mich so drauf. Rodrigo. Sind alle verrückt, wirklich. Digga, er hat so Selbstbewusstsein aktuell. Das ist so geil zu sehen. Das ist Wahnsinn. Er trägt Bayern alleine, finde ich, in der Offensive momentan. Hat einen guten Digga, ich schwöre, meine Frau ist so eine Überwirtin. Sie spielt so scheiße. Digga, wer ist das denn? Meine Turner mit der 23 im MSV Duisburg-Trikot. Ey, die spielt, das ist gottlos. Meine spielen voll gut, Digga. Ich schwör's dir, ohne zu übertreiben. Ja, aber du hast auch keine Innenverteidigerin, wirklich, die den gegnerischen Stürmern bis zu den Knien geht. Ey, das ist, Digga, das ist krass, das ist gar nicht lustig. Das ist so krass. Digga, das Schlimme ist, die ist einfach fast genauso groß wie ich. Das ist das Schlimmste. Ich darf mich echt gar nicht beschweren, Digga. Ich bin 3 cm größer. Digga, 17 Chemie, also wirklich, als hätte ich gar Corona in der Mannschaft. Da passt nix. Da passt nix. Ja, da ist er wieder. Sie ist so gut, ne? Guck mal, wie die dribbelt. Guck mal, wie die dribbelt. Das ist krass. Guck mal, wie die dribbelt. Ey, wer auch geil ist, das ist Messi, ne? Habt ihr den schon mal gezockt? Ja, gerade. Messis Dribbling ist wirklich Endstufe wieder. Wie gut ist dieser Alexis Putellas? Weiß ich nicht was. Digga, die fühlt sich an wie ein Totti. Weißt du, wie schnell die ist? Noch. Digga, die hat so ein geiles Dribbling. Digga, er hat meine Mutter gefickt ohne Kondom. Digga, ich geb den Code zurück, Alter. Ohne Spaß, Laurin kann ihn wieder haben. Ich geh Minecraft, ich kann es nicht mehr. Digga, ist das krank. Digga, das macht auch übertrieben Spaß, mit der zu zocken irgendwie. Wen zockst du? Bam! Diese Alexa Putella. Sie hat 5 Sterne. 3 Werte im 90er-Bereich. Ja, die ist so krass. Ich wollte die gestern auch für 300 holen, mein Chat meinte nein. Doch, 100 pro, Bruder, sie ist die Beste. Die ganzen E-Sportler werden sie spielen. Zack! Zack, zack! Bam, mit 5 Sterne Weak Foot rechts. Die hat auch ein ins Schießen. Perfekt. Weißt du, wie gut die ist? Na, tu mir das nicht an. Oh, Björn da hinten. Kehr. Oh, gegen Swabby. Meinst du? Oh. No, 1-0. Putella Melina-Ersatz. Also ich sag dir ehrlich, Ham könnte wirklich Melina-Ersatz werden. Mach mit da. Ey, die ist überall, diese Putellas, ne? Ich. Ach. Melina, kann sein, dass du ein bisschen loslassen musst. Ich folge dir gleich auf Instagram. Guck mal. Die ist ja auch so, die ist groß eigentlich. No!
Weißt du, was ich mit der mache? Machst du ja, einen Heavy Light Cluster oder was? Broski? Ich mache ein neues, ja. Bruder, Alexa Podelas, muy bien, Alexis. Aber langsam, oder? Auch gut darauf gegen Davis. Sie ist so gut, Alter. Alexa Podelas? Alexa! Oh, Alexa Podelas! Oh, muy bien! Ja, was fährst du da drüben? Komm mal hier mit Helga. Alexa Podelas, Digga, sie ist so gut, ne? Ich weiß, sie ist ZM, sie hat die meisten Tore bei mir. Wie fühlt sich so an? Gib mal ein bisschen Feedback gerade. Wie ist es so? Digga, Willi! Nee. Ja, bin nee. Jetzt da. Oh, nee. Auf. Nee, nee, hast ich schwör's dir, das ist nicht mehr normal. Die ist so gut. Digga, ich führe 3-1 im Halbfinale, sie hat Hattrick gemacht. Danke, aber bist sie immer auch noch mit deinen Dingern, ne? Sie spielt bei mir im Mittelfeld. Dass bei uns auch so immer die Anzeige da sind. Ja, aber, ist, aber Internet ist eigentlich ja top. Willi! Oh, guck sie an. Ich glaube, dir gibt's einen Quitt. Ich glaube, ich muss die Melina nennen. Ich mag die zu sehr. Also, ich schwöre, Chat, also, ich mache ja auch immer ein bisschen Späße, aber sie ist so krass. Jeder, der mir hier die ganze Zeit zuguckt beim Draft, sieht, und die spielt bei mir im Mittelfeld. Ah, jetzt sag ich was. Digga, was? Oh! No! 1-0! Hey, wunderbar! Ich finde sie nicht so gut. Also die ist kacke. Sam, du bist scheiße. Aber Alexia Podelas. Digga, warum habt ihr alle so coole Spieler im Draft? Ich hab nur so Hurensöhne! Ehrlich. Ey! Ey, Mann, lauf doch, du Hurensohn! Mbappé, Digga. Du bist so billig, Alter. Du bist so. Alexia Podelas, bitte! Sie ist die einzige! Alexia Podelas, muy bien! Alexia Podelas! Sie ist so gut! Ich schwör's dir, ich kann das nicht mit ihr! Ich kann das nicht mit ihr! Bei dem, was der heute schon losgelassen hat, sag ich Bann. Mann, Digga, die kann sogar Kopfbälle! Ich kann das mit ihr nicht! Digga, ich kann das mit ihr nicht! Jungs, ich hab einen Food Draft gewonnen. Hast du? Ja. Alexia Podelas. Im ganzen Turnier hat sie, glaube ich, ohne zu übertreiben, ich glaube, sie hat 12 Tore geschossen oder so. Also ich hol die mir ja 100%ig in mein Main-Team. Podelas, zieh mal jetzt. Kein Walkout. Ist ja auch nur ein Non-Rap-Teil. Oh nee, Luka Modric oder was? Oh! Das wäre ja, Kovacic. Luka Modric. Jungs, Hype-Train ist da, wäre absolute Ehre. Kurz geht raus. Was ist mit Hamid passiert? Das haben welche vorhin auch im Chat geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Erklär das mal. Ich habe es nicht mitbekommen. Oberdorf 87! Nochmal, um nachzutreten. Er hat ja schon mal was abgekriegt, so ein Edu Jane. Ja, also, höher darf er jetzt nicht. Ich will, also, jetzt bin ich voll drin, ne? Ich sehe es auch sofort. Vor allem, seit Rohr hat es erklärt, hat man guckt nur noch dahin. Ich habe Rüdiger gezogen. Oh, das sind noch 140k! Boah, Alter. Ich habe mich gezerrt. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich habe einen Neymar gesehen. Und gleich kommt der große Edu Jello. Boah, Lautaro Martinez sogar, Walkout. Wow, krass. Oh, Alexa, Podelas, bitte, Podelas. Oh, Podelas für 500k. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ist es das, Chat? Podelas für 500.000? Das geht. Dass man schnell kurbeln muss. Digga. Nee, der kann ja mit... Der Cheap Queen hat umfallen. Ich schwör's dir, sie ist so krass gewesen. Ich hab vorhin Draft gewonnen. Nochmal hier für die Allgemeinheit. Ich musste sie mir holen. Hier stinkt's wirklich nach Scheiße. Ja, aber es kommt doch von draußen, oder? Hat draußen jemand in die Lüftung bei uns reingeschissen? Kommt von draußen, ist der komische Geruch. Und unsere Lüftung bringt's gerade rein. Vielleicht hat da jemand draußen hingekackt. Ja, Safe hat einen Abonnent vor die Tür geschissen und hat uns jetzt vor die Lüftung gelegt. Oh! Hey, Digga, es hat uns einfach ein Abonnent in die scheiß Lüftung geschissen. Das kann doch nicht sein. Alexa! Alexa! Die Lüftung aus! Digga, wir haben die Lüftung geschissen. Ich schwör auf alles.